Hallo und herzlich willkommen hier an Bord der Elaine. Wieder mit dabei die Chaos-Piraten Mene, Brilli und meiner Einer. Willkommen. Oh yeah. So, letzte Folge haben wir dem auf Kraken irgendwas richtig die Fresse poliert, nicht? Und sind deswegen jetzt hier auf dem Weg irgendwo anders hin. Weiß gar nicht, was machen wir denn jetzt eigentlich? Weiß ich nicht, wir sind hier ganz knapp an der Insel vorbeigefahren. Ja, wir fahren dem Kompass hinterher. Ey, fast. Okay, das ist hier die Insel, glaube ich, oder? Ja, anhalten. Was sollen wir auf der Insel machen? Da müssen wir jetzt wieder ein Stück von der Karte aus. Ach so. Ausgraben, wenn ich das richtig verstehe. Ey, ihr könnt ja auch selber mal den Kompass in die Hand nehmen und euren Hirn anstrengen. Nö, sowas fasse ich nie an. Hab das auch noch nie gemacht, ich rate auch nur. Nee, so ein Teufelszeug kommt mir nie in die Hände. Nee. Nee, du. Magnetismus, was ist das? Genau. Das ist. Au, ach, das war gemein. Das war richtig fies, was ich war fast da, du Sack. Ich habe ihn mit der Harpune geangelt. Krieg ich den Brilli auch? Mene, komm, ich hol dich nochmal. Daneben. Ich habe nicht auf dich geschossen. Muss man dann graben oder was muss man machen? Ja, genau. Genug Schabernack für heute. Ja, ist ja schön. Das hatte ich auch schon gefunden. Nur leider muss ich hier wieder Skelette töten. Hol mich, Mene. Weißt du, der Typ kommt an, denkt, er hätte hier, ist hier der Seber. Mene, holst du mich vielleicht? Ja, ich muss ja das Skelett erstmal killen, was du hier am Leben gelassen hast. Das ist ein normales. Ja. Warte, ich hol dich. Hast du dich getötet oder hast du dich getötet? Da knuspert so. Doch noch einer hier. Okay, auf geht's zur nächsten Insel. Seit er neu aussieht, ist ein noch größerer Wichser geworden als ohnehin schon. Hier liegt ja eine Schatztruhe. Wollt ihr die nicht mitnehmen? Jetzt haben wir einen weiteren Teil von der Karte. Jetzt müssen wir noch einen dritten Teil finden. Kann mich mal jemand holen? Bist du wieder tot? Oh. Mene, mach du mal, ich habe eine Schatzkiste dabei. Okay. I try my best, aber der ist schon ganz schön aufgestiegen. Das ist ja auch noch ein Hai, ey. Komm, Junge, lass mich doch in Ruhe. Nee, das schaffe ich nicht mehr, Brilli. Nee, spät, sorry. Ich habe mir die Beine gebrochen und bin verendet. Zwiebel, hast du den Hai gekillt? Naja, ich hatte die Kiste in der Hand. Ach so. Brauch Banana. Wo ist er denn, der Hai? Banana? Ja, Banana. Leute, hier ist jemand mit mir an Bord. Golden 3052. Jo, mit dem Namen bringen gleich um. Verehrer der Flamme. Der sieht aus wie Mene, in hübsch. Kannst du den nicht auch erschießen? Du hast auch ein Dings da an Bord, ne? Kannst du Anker lichten? Ich mach jetzt mal den Hai kalt hier. Ach so. Ist dort? Ist down, ja. Kannst dir dein Fleisch holen. Ah. So, wo müssen wir jetzt hin? So, wir müssen jetzt nach... Holt, falscher Kompass. Das ist der. Wir müssen nach... Ziemlich genau nach rechts. Das sagt man immer. Ja, also nach Norden. So, ich mache jetzt mal Hai kochen. Wir haben noch nie wirklich was gekocht, ne? Ist euch das schon mal aufgefallen? Verboten! Nur Banana! Hey, leg. Bist du Jeck? Unheilige der, Sache, Brate, nix gut. Irgendwas und hat Banana in der Hand. Lecker. Fehlt nur noch Nutella oder Kinderschokolade. Riechst du? Mm. Kannst du mal gucken, nicht, dass der Rauchmelder gleich losgeht? Jetzt wird's nicht wahr. Guck mal, brat ein Stück Nahrung, bis es verbrannt ist. Hier, Banane. Ist eine Tigerbanane. Esse Banane. Macht meinem Körper nichts. Egal wie die Banane, was für ein Aggregatzustand. Acrylamid for the win. Was für ein Acrylamidzustand. Wie lange muss man denn den Hai hier braten, sag mal? Nur ganz kurz, ansonsten ist er verbrannt. Da gibt es keine Rückmeldung. Nein, das dauert ein bisschen. Nee, der sieht noch genauso aus wie vorher.
Vor allem fängt der Timer immer von null an zu laufen oder bis es durch ist oder? Nee, wenn es schon mal draufgelegt hattest und dann wieder drauflegst, geht es da an der Stelle weiter, soweit ich das mit geschnitten habe. Aber ich habe auch noch nicht so oft gekocht. Das waren so meine Erfahrungswerte. Wer schießt denn da oben? Bist du da am Duke salutieren oder? Der Brilli versucht wieder an dem Vor Feinde zu finden. Hallo, hier sind wir. Hallo, greift uns doch mal an. Hallo. Boah, ist aber ein ganz schön zäher Hai, du. Der ist immer noch nicht durch. Ja, warte ein bisschen. Er kennt wahrscheinlich nur zwei Zustände, roh und verbrannt. Zwei Acrylamid-Zustände. Ja, genau. Ja und Optimizer, nein. Optimizer. Ja, ist der Optimizer jetzt gekocht? Ist der nicht gekocht? Wo kriegt man das denn hier raus, sag mal? Ah klar, ich hab den Hai gegessen. Er scheint durch gewesen zu sein. Ja, ist egal. So. Soll ich Optimizer kriegen? Wieder Wind von vorn. Zip, zip. Ach Leute. Wo ist das mal? Was? Hier, Prost. 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 Hallo? Hallo. Hi. Prost. Prost. Ja, dann mach doch mal Ingame, Mann. Ach so, hier, warte mal. Ich muss mal suchen. Da ist er. Hier. So, komm, Brilli. Was denn? Ja, du komm doch mal, Mann. Ja, ich bin ja hier oben. Boah, komm, das ist egal. Also. Ja, ich trinke hier oben. Prost. Mit. Komm hier. Prost! Prost! Auf Ex! Oh, mein Humpen ist leer. Scheiße. Du bist ja der Größe, Noob. Ich weiß, so, jetzt hier, mit Sprit. Also, Hup. Hup Stevens? So, ich bin schon wieder stramm. Ich auch. Jetzt siehst du so einen Typ noch von so einer Schmalzlocke da im Tiefflug runterkommen. Oh Gott! Vor allem, ich mache jetzt nichts. Ich bewege weder WASD noch sonst. Mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwann runterfalle. Es ist oh ein Gott, Wohlklang. Ja, tu ich. Warte mal vor. Ich hab nur aus dem Augenwinkel irgendwie so was Dicket vorbeifliegen sehen, ey. Uiuiui. Mit dem Quetschenbügel in der Hand. Könnte es sein. Ja, könnt ihr vielleicht mal anhalten? Ich bin auf dem Weg, der ist gar nicht so leicht, ey. Nee, nicht anhalten! Okay. Also Anker wieder hoch. Der kann doch so über den Geist zu uns kommen. Boah, bin ich stramm, ey. Weißt du, wie lange das jetzt dauert? Da ist er doch schon. Ey, du, nicht abdrehen. Oh, Brilli, warum machst du das? Was denn? Wir müssen doch zu der Insel da wahrscheinlich. Welcher? Na, die vor uns. Die kleine. Plunder oder Splite, oder? Ich nehm's mal an. Bin schon wieder nüchtern. Sterben ist gut dagegen. Ja? Oh, ja. Gesundheit. Ja. Du eckst gleich an die Insel an. Gar nichts mache ich. Ich bin Captain Mister. Also scheint es schon zu sein, weil der Kompass rennt seine Richtung. Hoppla. Captain Mister, du bist angehängt. Scheint wohl ein Fisch gewesen zu sein. Ein dicker Wurmer. Sind ja häufiger in der Gegend. Die berühmten Rifffische. Alles gut da unten? Ja, ich habe schon repariert, aber ich konnte halt jetzt nicht mehr einen Kompass angucken. Ah. Aber es sieht so aus, als müssen wir weiter geradeaus. Hey! Hoppla! Jupp, weiter geradeaus laut Kompass. Ja, und sonst so? Ja. Nix. Na gut, weitermachen. Aufs Brett gucken, ob wir irgendwo noch eine. Die Mission hier ist irgendwie noch langweiliger als die billigen, oder? Also es kann eigentlich nur noch die Insel vor uns sein, weil danach kommt keine mehr. Sind wir dann am Rand der Welt, oder was? Ja. Lass mal rüberfahren. Hieß so nicht auch eine Folge Flug der Karibik am Rand der Welt? Ja, und so. Kann sein. Oder am Ende der Gezeiten, oder? Ja, glaub sowas. Ahoi? Ja. Flug der Karibik. Störtebeck als Rache. Ahoi.
Fahr mal links zu der Insel, genau. Störtebeckers Buchs. Ja, genau. Was sind da vorne? Sind so Türme, glaube ich. Ja, stimmt. Da sind so, Wachtürme. Ja. Oh, jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie wieder da. Hallo, das nennt man Seegang, mein lieber Freund. Render Engine? Nein, die sind, die ploppen gerade so auf und wieder weg. Echt? Ja. Oh. Ich sehe jetzt nur noch einen Turm. Der zweite ist noch nicht, da ist der Körper noch nicht da. Da schwebt ja, irgendwas stimmt. in der Luft, zwei Kanonen. Hast recht, jetzt bei mir ist auch so. War bei mir auch so. Na, guck an. Wo sind wir denn? Wir sind überhaupt nicht an einem Strand, wir müssen erstmal rum. Das Arch, okay. Da, nee, da hinten sind halt... Strand. Anker, Anker! Ja. Jetzt schon, so weit weg von der Insel? Ja, nee, nur zum Drehen. Jetzt wieder Anker licht. Da sind Schätze, Alter, da sind Schätze. Hilf mal dem beim Ankerlicht. Nein, ich hol den Schatzer hier, ich versuch. Ja, wir fahren uns näher ran. Ach so. Da ist ein Dings im Wasser hier. Du bist der schlechteste Seilakrobat-Typ, den es gibt. Schöne Haare sind nicht alles. Was? Schöne Haare sind alles. So, hier also. An dem Strand halten wir. Anker, Alter, streff ich hier mal irgend so ein Anker. Scheißding. Geht ja, doch. Ich hör nichts wegen diesem Gebolze hier. Was für ein Gebolze? Wollen Sie mal. So. Ach, wir haben kein Beiboot mehr, nicht? Nein. Eine doppelte Verneinung oder? Wir haben kein Beiboot mehr, nicht? Ein Beiboot haben wir nicht, nicht? Ohne Beiboot? Ist Beiboot. Das Leben not so gut. Yes. Ich vermute, Alter, das Ding ist hier für krasse Sachen drin. Krass, das Ding ist diesmal oben, ja. Ja, du gehst Dings holen, wir machen das Schiff voll. Okay. Die beiden fetten holen Schätze ran. Die beiden wieselflinken Taucher. Mal gucken, wie ich da hochkomme. So nannte man uns damals im Osten. Die Kampftaucher von Rostock. Wieselflinker Osttaucher. Okay. Immer nackt am Tauchen, immer FKK. Ich muss direkt erstmal auf die andere Seite von der Insel schwimmen. Aber FKK macht immer Verwirbelung. Mit die kleinen Propeller. Ich bin entstanden durch FKK. Banana. Mein Traum ist, eine Kiste mit 50 Bananen zu finden. Träume ich ganz Leben zur Ruhe. Und Pöckel-Banane, damit lange halten. Die Legenden sagen, an Booty Island, es gibt Bananas ohne Ende. Nur echt mit der Doppelkimme. Ja, klar, jetzt wär ich hier angegriffen. Vergiss es, du schießt nicht auf mich. Wow, noch einer! Nicht umsonst ein großer Künstler der Karibik, Roberto Blanco, hat gesungen. Wie geht das Lied nochmal? Ein bisschen Banana muss sein. Banana muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Um Gottes Willen. Er war toller Mann. Lebt er eigentlich noch? Ja, ja, der lebt noch. Hör mal, das Leuchtfeuer an. Er ist toller Mann. Keine Ahnung, der, wie alt der ist, schon 112 oder so. Auch, kommt wahrscheinlich auch auf das Körperteil an bei ihm. Auf welches meinst du jetzt genau? Ja, Banana. Jedes hat ein anderes Alter. Ach so, meinst du, alles klar. Also hier gibt es einen Haufen Holz auf du der Insel, aber nichts zu futtern. Du meinst nach der Rumpftransplantation. Banana. Hast du deine Karte denn gefunden? Ich suche noch. Sind die Fässer leer, Brilli? Das ist eigentlich ziemlich witzig sogar. Was denn? So eine Schlange, ja, die sich vor dir aufbäumt, einfach ein Stück weggehen und dann mit einer. Du Vollidiot. Ja, bitte. Eine Schlange, die weggeht?
Ja, und dann einfach anvisieren mit einem Sniper und ihr einfach voll in die Fresse schießen. Oh, jetzt wäre ich natürlich angegriffen. Komm zu uns, Mene. Kannst du einfach runterspringen. Ja? Bestimmt. Ins Wasser, man kann immer springen. Hat er gemacht. Hat geklappt. Oh, jetzt hänge ich aber unten am Boden des Meeres fest. Oh. Echt, hast Seegras erwischt. So, jetzt, ich komme. Gibt es hier noch Explosionsfässer? Wir können los. Der Brilli ist noch nie da. Ja, ich komme. Jetzt müssen wir wieder zu Kraken's Fall. Jetzt, da ist das X jetzt eingezeichnet. Ah, den das Dicken ging erwischt schnell, hier. Danke. Mich kann man auch selten verfällen. Schönheit zieht an. Unterwegs sollten wir mal einen Galleons Grave anhalten und uns so eine Flagge auf dem Arsch machen, damit wir mehr Punkte kriegen. Vor allen Dingen brauchen wir... Das liegt auf dem Weg. Meine Frisur braucht auch mal wieder eine schöne, wie sagt man, Überholung. Generalüberholung. Werkstattwagen ist verständigt. Andere Richtung, nichts gut. Ja, keiner hat irgendwie gelenkelt. In welche Richtung müssen wir? Warte. Unten, einfach nach Süden. Fit oder was? Ganz leicht Südost. Wir haben doch ein sehr, sehr robustes Schiff mittlerweile. Ja. So PVC hält halt doch einiges aus. Also hier unten sind keine Löcher. Ich sehe zumindest keine. Nee, waren keine Löcher da. Noch ein Stück Richtung Südost. Mehr Ost sozusagen. Noch ein Stück. Stopp! Geradeaus an der kleinen vorbei. Dahinter ist eine größere. Stopp. Geradeaus, genau. Man hört ihn immer reden. Er weiß nicht, wovon er redet. Du hast mich gefragt, wo wir hinwollen. Schaffst du es da durch? Ja. Mit viel Optimismus und Gleitgehen. Mach lieber mal die Segel richtig. So, wodurch du überhaupt meinen, ich noch nichts gesehen. Und dadurch schaffen wir nicht. Hey du. Igor. Deck mal schnell den Mast ab, der Typ ist gerade da oben. Was ist? Hier. Wo du? Kugel? Oh, kann auch eine Kugel nehmen. Ah, gut. Sehr schnell den Mast ab. Der Doof ist da oben. Sind die da unten mit so einer Säge, weißt du? So einer auf der einen Seite, dann guckt er runter und dann machen beide. So, nach links weiter. Weiter nach links. Nach Osten bitte. Baumfeld. Noch ein Stück. Also, links, waren wir doch vorhin schon Plunderer's Blight. Plunderer's Blight. Nee, wir wollen ja nicht auf Plunderer's Blight, wir wollen daneben auf die Insel. Ach die so. Etwas links vor uns ist. Diese mit diesem. Mann, noch ein E hinten ran und wir sind bei Schalke. Mit dem Dreieck, Plunderer's genau. Blight. Du meinst die da hinten mit diesen spitzen Felsen da, die so sich genau, treffen? Genau, ein bisschen links von uns. Ein bisschen sehr weit das links. Das sehe ich doch. Eigentlich ist hier oben ganz schön. Bisschen windig, ne? Ja, vor allem haben wir die Ruhe vor dir. Ja, und ich vor euch. Also es hat sich nichts geändert. Mein Gehör vernimmt eine Melodei. Ich kann steuern und Musiken. Mein Banjo ist kaputt. Ah, jetzt. Das wäre doch auch geil, wenn die Seiten reißen könnten und man müsste sie erstmal wieder neu kaufen. Hofgegenstände habe ich gar nichts. Ist das die Insel oder was? Das ist jetzt die Insel, wo wir jetzt erstmal uns die Fahne noch holen, die Botschafterflagge und die beiden Schätze hier abgeben. Und dann ist ein Stück südlich davon ist das Ziel dann. Aha. Ist ja gar kein Hafen. Doch, genau vor uns. Da ist ein Hafen, genau vor uns, ja.
Bisschen weiter rechts. Jo, ich mach mal Anker. Jetzt. Zu spät. Das geht voll in die Hose. Alter. Nee, nee. Oh. Aber ganz, wir haben mit ganz dem. Ganz leicht gestritten. Mit dem Mast haben wir schöne Markierungen reingeritzt. Die Büchsenmacher waren hier. Nehmt ihr auch einen Schatz mit? Ach so. Oder geht ihr leer? Da war ja was. Entschuldigung. So, wo waren jetzt der. Hier ist das Zelt. Perfekt. Was drin tatsächlich. So, und jetzt ist doch hier der Tisch. Da kann ich doch jetzt hier abstimmen für Botschafter. So, kann noch jemand an dem Tisch hier abstimmen, bitte? Nein. Danke. Bin noch nicht da. Botschafterflagge gehisst. So, jetzt können wir weiter. So, jetzt sobald wollen wir das den hier? Die Kiste leer haben. Sollen wir die leere Kiste wieder mit aufs Schiff nehmen? Ja. What have we here? Hä? Kauft er den noch nicht? Den Diamant musste er daneben bei der Mystikertante abgeben. Nein, den hat er gekauft. Hier hat man die falsche Taste gedrückt. Ach so. Okay. So. Alter. Gibt's hier ein Beiboot vielleicht? Spiel weiter. Dein Beiboot. Oh, Musikus. Lichte den Anker, ja? Ja, lichten. Genau im Süden. Drecksinsel. Habt ihr eigentlich auch gerade diesen Erfolg bekommen? Sammler der Meerjungfrauen? Ja. Diamanten? Sammler der Meerjungfrauen. Wo müssen wir hin? Nach Süden. Kraken's Fall. Die Folge ist zu Ende. Okay. Na sowas. Dann, passend zum Ankerlichten, lichten wir auch mal diese Folge in den hohen Himmel und freuen uns aufs nächste Mal. Laber, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, gehabt euch wohl und liebe Grüße von den nun unter neuer Flagge fahrenden drei Meisterpiraten. Ja. Also, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.